Feuerexplosion. Das Kino ist explodiert. Einsatz für Wache 2 und 4. Warte mal, da muss ich aber vorher noch was machen. Und zwar hätte ich gerne... Oh, ja gut, hat sich schon erledigt. Ich bin aus Versehen raufgekommen, aber ist egal. Und Wache 4. Müsste theoretisch reichen. Polizei macht hier direkt dicht. Wache 4 hätte ich eigentlich gern, dass sie von hier aus anrücken und dann hier branchen, hier absetzen. Du machst da, du gehst nach da und machst da dicht. Ich brauche noch eine Streife, bitte. Und zwar nach hier. Hier hätte ich jetzt gern gehabt, dass der hier schon gleich, ich wollte hier eigentlich mit Wassertrupp ausrücken machen. Und dann mit PA ausrüsten direkt, aber naja, hat nicht ganz so gut geklappt. Du stellst dich als Einsatzleitung auf den Parkplatz, genau. Du stellst dich auch auf den Parkplatz als Absicherung. Drehleiter direkt vors Gebäude, falls was passieren sollte. Was ich nicht hoffe. LF nach hier. Nach hier, ich hoffe, das Wasser in der Gegend. So, bist du schon raus? Ist jetzt auf dem Weg. Fahr mal hier oben rum, bitte. So, du fährst ein Stück vor. Absetzen. Aber bitte Verkehr leiten. Und du lenkst auch den Verkehr um. So, ab und sitzen. Zwei Trupps, auch wenn es, ja, ich weiß. Du an den ran. Du holst hier Wasser. Verteiler setzen. Du holst dir direkt ein neues Schläuchelein und du kuppelst da an und du so. Und du kuppelst auch daran. Du nach da. Du gehst nach hier. Absetzen. Drehleiter aufbauen, bitte. Wir wollen noch Wache 4. Wache 4 nach hier. Supi! Das läuft doch wie am Schnürchen. Status 1. Status 1. Route 1 und Route 3, meinetwegen. So. Guti. Wache 4 absitzen. Ein dritter bitte mit PA ausrüsten. Ihr beide Schlauch und... Ach, meine Steuerungstaste ist kaputt. Habe ich das schon mal gesagt? Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Wisst ihr, wie das ist mit einer kaputten Steuerungstaste? Ich schon. So ein Scheiß, Alter. Und nur weil man ein bisschen Flüssigkeit über seine Tastatur kippt oder was. Ist halt ein elektrisches Gerät, das kann das nicht unbedingt ab. So. Du startest den da. Du gehst nach hier. Welches... Hallo. Welches Bob bist du? Du bist das mittlere und du gehst nach da. So, schick. Gehst du weiter nach da. Und du machst einmal bitte kurz die Pflanze in der Mitte aus. Gab's Verletzte eigentlich? Nein. Ich hätte gern einen Trupp zur Erkundung. Drehleiterbesatzung und der PA bitte. Ins Gebäude zur Erkundung vor. Nicht, dass da drin irgendwas passiert ist, ne? Also, ihr könnt jetzt ein bisschen dichter kommen. Du gehst einmal ein bisschen um die Kurve rum. Kommst du dahin? Tatsächlich, sehr schön. Gebäude ist sauber, ist sicher, alles gut. Dann zieht euch mal wieder normal an, bitte. Guti. Schick. Gut gelöst, gut gearbeitet, würde ich fast behaupten. Ach ja. So, jetzt habe ich hier meine Kopfhörer gerade weggeschmissen. So halbwegs. Hallo? Achso. Gut. Einsatzende für Wache 4. Werdet aus dem Einsatz rausgelöst. Die Drehleiter kann auch schon abrücken. Sollte ich so hinkriegen, Theo und Rätisch. Theo, was sitzt du schon wieder am Rätisch? Anton, deine Witze sind so schlecht. Hör auf damit. Erzähl bitte nie wieder Witze. Okay, ich erzähl nie wieder Witze. Ich hasse Polraub. Ah, fahren wir noch hier.
brauche ich von hier oben bitte noch eine Steife. Brauche noch eine Steife, Alter. So, minus, minus. Wieso fahr ich nicht außen rum? Hier ist kein Platz, siehst du doch. So, einmal bitte ablegen. Du machst minus hier, du hebst den an. Und sagst minus. Du sagst auch minus. Und dann. Hoppel, galoppel. Status 1. Status 1. Du fährst auf Route 2. Und du auf Route gleich. So, wo ist denn jetzt? Ach, guck mal. Warte auf mich. Bleib stehen. Bleib stehen. Geht doch. Glaub's ja wohl. Leg dich nicht mit der Polymanzei an. Also. Wenn diese Leute, die es immer wieder versuchen. Status 2. Und Route 1, meinetwegen. Und ich habe gerade schon wieder total das trockene Mund. Das trockene Mund. Ja, Anton, das trockene Mund ist immer gut. Ist total geiler und korrekter Deutsch. Sorry, du musst weiter durchrücken. Es kommt ein anderer Streifenwagen zu dir. Weil der ist gerade so ziemlich der dichteste, würde ich fast behaupten. Naja, hier, da noch. Der kann auch noch, der nimmt auch noch Anlauf. Vielleicht ist der noch rechtzeitiger da, aber glaube ich nicht. Mach doch mal hier. Man kann sich zwar jetzt aussuchen, welche Route, das ist ja schon mal ganz geil. Nur zeigt der das ja nicht an, welche Route man gewählt hat. Einmal einen RTW zur Einsatzstelle, danke. Na, hätte ich mit dem hier früher reagiert, wäre der sogar gleichzeitig angekommen, glaube ich. Randale, Randale, wo ist er denn? Festnehmen. Ja, ha. Wat ne Musch. Oh, das darf man ja nicht sagen. Wat ne Möse, Öse, Pöse. Tatütata. So, den nehmen wir mit. Der dürfte auf dem Weg sein, ja. Achso, der darf ohne Blaulicht anrücken. Weil. Ist ja keine Gefahr mehr im Verzug. Natürlich wäre cool, wenn der könnte sich natürlich auch den hier wieder setzen und sich losreißen und so weiter. Aber das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, du. Ja, guck mal, den können wir direkt mitnehmen. Bis der mit seiner Trage da ist, ist der voll. So. Guti, wieder ein erfolgreicher Einsatz hier gewesen. Raub. Ja. Trauma. Ist das bei DHL? Jo. Jo. Logisch. Gibt's hier nicht noch einen zweiten Eingang? Nee, ne? Tiddlytü, tiddlytü. So, einmal bitte da rein und danach fährst du auf Route 3, bitte. Zack. Und du fährst wieder nach Haus. So, du nimmst sie auf. Müsste voll sein, ne? Jo. Voll und das um die Uhrzeit. Später haben wir das. 19:44 Uhr, okay, da darf man schon mal angetrunken sein. Voll vielleicht noch nicht, aber angetrunken. Obwohl, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sind schon morgens um 10 voll. Also Hacketüten dicht, meine ich damit jetzt, ne? Mit voll. Hallo, da sollst du hin zu dem roten Punkt. Absitzen. Rettungsrucksack. So, einmal mit den Diskgebäude drin. Kannst du eigentlich auch Schranken öffnen? Nee, ne? Eine Streif. Ah, die vom Bauhof kommen. Die vom Bauhof helfen dir. Dein Kollege versucht, das Auto raufzukriegen. Zur Not fährst du mit dem DHL-Auto nach Hause. So. Was ist es? Nix Tolles. Alles gut. Hier sind gerade drei Streifenwagen. Fahr mal. Weiß nicht, fährt der jetzt gerade aus? Hm. Ach ja, so wunderschön. Zack, absitzen ihr zwei und dann bitte das Schränkelein öffnen. Könnt ihr eigentlich auch die Poller? Ja, könnt ihr auch. Also seid ihr so cool wie die Polizei. So, und Status 2 wieder. Wir rufen euch nachher wieder.
Zum Schließen. Für die Schließzeiten. So, ihr könnt abdampfen. Fahrt mal Seekrankenhaus, bitte. Ach ja. Ist ja cool, das rote Ding ist von der Feuerwehr. Seht ihr das da oben? Auf der Map? Auf der Mappe? So. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 25 Minuten. Ja, dann machen wir noch 5 Minuten, dann haben wir zwei Folgen. Eine für heute, die ich heute noch aufnehme. Hochlade. Oder es suche. Okay, das ist einmal Wache 2 Rüstzug und Wache 4, bitte. Hilfe, wo bin ich gelandet? Da. Wache 2 Rüstzug, Wache 4 und Wache 3. Dann einmal bitte die Polizei. Wo habe ich sie denn? Da. Die Bappo. Einmal bitte nach hier. Und einmal bitte Richtung Westen die äußere Spur sperren. Danke. Müsste stimmen, ne? Ja. Weil somit lassen die die da in Ruhe. Den Einsatz arbeiten wir noch ab und dann machen wir Feierabend, würde ich fast behaupten. Geht's ihm? Ihm geht's gut. Ah, die 4 heulen schon. Jetzt weiß ich auch, warum das Heulen heißt. Ja. Du postierst dich direkt hier so. Als Pufferfahrzeug quasi. Na los, fahr weiter da. Rüstwagen voran. Rüstwagen voran. Und zwar, sobald die Pol da ist. Nach hier. So, du postierst dich mal einmal bitte. Ist die Pol da? Ja. Sehr schön. Gut, weil jetzt mache ich wieder beide Spuren auf. Das sieht nämlich real und listisch aus. Hilfe! Oh, Alter. Mamma mia, here we go again. Mama. So, fahren wir nach da. 3 ist auch gleich da, sehr schön. Ihr könnt schon mal rauffahren, bitte. Ihr wartet hier, bitte. Wache 4 ist an sich nur da, damit ich Wasser habe. So ein bisschen zumindest. Rauf. Mir fällt gerade auf, ich habe keinen Rettungsdienst alarmiert. Halb so wild, hole ich nach. Sind ja alles ausgebildete Feuerwehrprofis hier. Ja, das LF-10 von der 3 rückt als erstes denn das 4er und dann das LF-16 TS. Ja, nee, so auch nicht. Absitzen. Absitzen. So, ihr beide. Oh, meine Steuerungstaste ist kaputt. Ah. Schere. Beide bitte. Du, der muss nicht. Okay. Hat sich erledigt. Der muss. So, ihr zwei. Rettungsrucksack. Wo ist er da? Alle drei bitte. Rettungsrucksack. Blaulicht bitte. Hätte ich gern von euch noch den Lichtmast. Hallo? Lichtmast. Nach hier. Und von dir den Lichtmast nach hier. Damit wir ein bisschen beschwerdefrei arbeiten können hier. Blendfrei meine ich. Beschwerdefrei ist auch gut. So, Fahrzeug 20. Reanimation, ja, hol durch. Ja, hol ihn zurück, hol ihn zurück, hol ihn zurück. Oh, geil. Oh, geil. Oh, krass. Wie geil. So. Wache 3 übernimmt, Brandsicherheit, bitte. Ein Rohr und ein Feuerlöscher, bitte. Mit Verteiler. Schlauch, bitte. Du noch da. Du noch da. So. Gut, und du noch bitte einmal an den da. So. Schon mal starten die Pumpe. Also Wasserlieferung, weil der hat nochmal der 1000 Liter drauf, also der 4 hat 1000, der hier hat glaube ich auch 1000, sind das 1000? Oh, 2000 hat der 3er sogar drauf. Wie viel hast du, den hast du glaube ich auch 2000, ne? Er hier hat bloß 1000 bei.
Wo ist er denn? Da. 1000. 1000 Liter erst haben oder nicht haben, ne? Fahrzeug 26. Und ihr bitte auch. Schon So. unterwegs. So, Verteiler setzen. Obwohl, ich hätte gern zwei Rohre. Ein PA-Träger von dem bitte noch unter PA. Du sollst auf diese Seite. Mann, zwei Rohre, ich brauche noch eins so halbwegs vorne. Gehst du bitte vor. Er hat ein B-Rohr. So, jetzt muss ich mich auch nochmal um Rettungsdienst kümmern hier. Rettungsdienstlich kommt hier ein NA. Jetzt die richtige. Hallo? Richtige Steuerung. Das ist die Alt-GR-Taste. Und ihr beide. Und hier unten noch. Hallo? So, so. Ihr beide. Einmal bitte nach hier, bitte. Absitzen. So, halt, stopp. Kann ich den jetzt so parken, dass der schick steht? Oder fahren die jetzt weiter? Das wäre doof. Zack. So. Stell mal dein Dings auf. So ist schick. Mach mal einmal aus und wieder an. Jetzt geht's. Okay. Fahrzeug 26. Wird gemacht. Lass bitte dein Blaulicht an. Dankeschön. So, gut. Ist natürlich ein bisschen doof, dass die hier. Aber sehr schön. Ich habe alle drei gerettet. Fünf! 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 Wieso habe ich fünf?